meine Frisur sieht ziemlich wrecked aus, weil ich einfach gerade von einem Kumpel gekommen bin, der auch noch hier sitzt, aber nicht sagen darf. Er ist gemutet, Leute. Und ja, Moritz hat Real Life, Freunde. What's up? Es ist schon wieder Montag hier. Take these walls and rip them down. Take my and slip them now. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Und ja, heute wie jeden Samstag machen wir mal wieder Community Time, wie jeden Samstag. Alles klar. Alles klar. Meine Frisur sieht ziemlich wrecked aus, weil ich einfach gerade von einem Kumpel gekommen bin, der auch noch hier sitzt, aber nicht sagen darf. Er ist gemutet, Leute. Und ja, Moritz hat Real Life, Freunde. What's up? Es ist schon wieder Montag, hier ist der Flashback. YouTube News mit Mr. Jan Schleber schreibt, GD YouTube, 360p, ich könnte kotzen. Alles klar, Leute. Alles klar. Das ist die YouTube-Verarbeitung, das ist immer so ein bisschen am Anfang so. Das verarbeitet dann einfach Jahre und ich muss mal die Audiospur nach da ziehen. So, das verarbeitet einfach Jahre und dann ist das immer so ein bisschen dumm. So, der liebe AFC-12 schreibt, frag Moritz, wo wohnst du eigentlich? Das werde ich natürlich ganz sicher sagen. Also Hausnummer, alles wollt ihr natürlich ganz sicher wissen. Ich wohne in der Nähe von Köln und die nächste Frage kommt von ReapsPVP. Die beste Frage. Ein Baum ist ein Baum. Spaß ist bei Really. Wasser ist blau. Bin ich jetzt im Video? Das cutte ich raus. Der liebe SunnyXHD schreibt, geil, ich bin im Stream dabei. Musst du eigentlich mit deinem Aufnahmeprogramm Action auch rendern? Weil mit mir überlege ich mir, ob ich mir das auch hole. Rendern ist ja im Prinzip nur, dass du eine Projektdatei zu einem anschaulichen Format machst. Und ich render mit Action natürlich nicht. Und was mit... Ah, nee, ich lasse es einfach so. Und, ich renne mit Premiere Pro und ziehe einfach die Action-Datei direkt rein. So, der liebe FaceMLP schreibt, hey, ich war in einem Stream, grüß mich im Video. Grüße an dich. Der liebe 29Ben10 schreibt, feier deine Streams mega, bist ein mega geiler Typ. Ich finde dich auf jeden Fall auch mega geil und ein bisschen auch nervig. Der liebe SkipNationPVP schreibt, hey Mo, was ist da los bei dir? Hashtag Abruhm. Oh, alles klar. Alles klar. Der liebe TreasureCraft schreibt, hey Moritz, wenn du Real-Life-Videos machst, dann bitte... Mit GoPro, hier der Link. Ich habe eine GoPro, ich kann sie euch jetzt gerade nicht zeigen, aber ich habe eine, Leute. Vielleicht ist mein Gesicht jetzt gerade so ein bisschen zerwrackt mit dem... Leute, bevor ich jetzt um den weißen Brei laber. So, der liebe Noah 987789, auf jeden Fall ein nicer Name. Nicht. Schreibt, fährst du in den Urlaub? Nein, ich bleib heute diesen Urlaub zu Hause. Der liebe Silvio Croc schreibt, lol, hab Minecraft Survival Games mit dem halben Herzen gewonnen. Ja, das muss man sich auf jeden Fall mal gönnen. Hab ich auch schon mal gemacht, das war auf jeden Fall richtig nice. Hab leider nicht aufgenommen, das hätte ich sonst hätte ich es euch gerne gezeigt. Der liebe Michel Spelle, hast du dir deine Schneideskill-Props selbst erarbeitet? Ja, ich habe mir die alle selbst erarbeitet, ich habe einfach ein bisschen was ausprobiert immer. Und ja, dann kam da eine ziemlich coole Sache raus. Und der liebe Tim Merten schreibt, war mal wieder mega geil. Ja, danke auf jeden Fall für das Kompliment. Der liebe MC Edeljoker schreibt, das mit dem Kommentar war nicht witzig, aber funny. Das ist nicht lustig. Der liebe It's Trolex schreibt, wer schreibt immer die besten Kommentare? Ja, ich. Auf jeden Fall gar nicht selbstverliebt. Challenge, ich möchte, dass du jetzt ein Star Wars Raumschiff durch den Bildschirm fliegen lässt, wo mein Skin sitzt, drin sitzt. Name Trolex, das mache ich auf... Hey, ist es gerade dein... Der liebe Ghost X Lace schreibt, ich liebe sie, aber nur Homo. Alles klar. Alles klar. Der liebe Oxbow PvP schreibt, hi. Der liebe Pascal schreibt, nee, Spaß, aber mach ehrlich, aber mal ehrlich, Moritz macht alles. Alles klar. Der in der Tat schreibt der Official Creeper, schreibt in der Tat danach. Der liebe Onyx LP schreibt, hey Moritz, welches Schneideprogramm benutzt du? Und kostet das Geld? Das ist Premiere Pro und ja, Geld kostet das auch. Kann man sich ja beim Abo holen, das geht recht günstig in der Schülerversion. Der liebe Stolchix HD schreibt, ich heiße auch Moritz, Illuminati confirmed. Illuminati confirmed. Ich bin fett und Koll, blende das ein und tanze. Der liebe Moritz schreibt, hi, mach mal die Facecam echt kleiner, Pascalle. Alles klar, die Facecam habe ich in den letzten Folgen schon etwas kleiner gemacht, ich hoffe, das reicht. Der liebe Florian Klaus schreibt, hey, stell mal dein Schneideprogramm vor. Ich könnte mal irgendwann mal so ein, als 800 Abonnenten-Special einfach mal irgendwie, keine Ahnung, so schneide ich und was weiß ich noch machen. Ja, könnten wir gerne mal machen. Der liebe Greaseplay schreibt, ich weiß, wie du heißt. Illuminati confirmed. Der liebe Mr. Potato Generator schreibt, nein, mein Kommentar wurde genommen. Ich bin raus. Tschö. Und dann so eine Faust. Oh, Alter. Dann schreibt der liebe Lee Fox,
Hey Moritz, dürfte ich für die einzelnen Upload-Pläne Thumbnails machen? Könntest du gerne machen, aber ich habe ja eigentlich schon für alles recht viele Thumbnails, also musst du nicht unbedingt. Der liebe Marex PvP, das ist das letzte Kommentar für heute, schreibt: Hey Moritz, du bist für dein Alter sehr gut. Das ist auf jeden Fall ein nettes Abschlusskommentar. Und ich freue mich auf jeden Fall für den Stream heute Abend nochmal 20.15 Uhr. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao! Yeah. Take these walls and rip 'em down.